Ja, aber es war trotzdem nur minimal. So, und hier haben wir Tourischeva. Ja, mit einer wunderschönen Bodenübung nehme ich an. Wir werden es sehen. Ja. Ja, denn Olga Korbut war zurückgefallen und die Entscheidung um Gold oder Silber im Achtkampf musste jetzt fallen. Mhm. Bis zu diesem Zeitpunkt waren Sie ja noch vorne. Ja, aber dieser Fehler, den ich da machte, halt hängenblieben im Fuß, der... Also selbst beim zweiten Mal hinschauen, haben, glaube ich, nur Sie den gesehen. Und natürlich die gestrengen Kampfrichterinnen und Kampfrichter. Ja, das war vielleicht sogar ein bisschen zu hören. Es tat auch hinterher weh, mit der Ferse aus der Bewegung heraus auf den Holm zu kommen. Das ist ein bisschen schmerzhaft. Ludmilla hat sehr schön geturnt. Ich konnte sie übrigens vor einigen Wochen wiedersehen, als dieses Treffen hier in München war. Anlässlich dieser Olympischen Spiele vor 25 Jahren. Das war besonders schön. Sie war mit ihrem Mann Valerie Borsow eingeladen. Und ja, da konnte man ja gleich zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Ja, so ungefähr. Ja, ja, und ich habe einen großen Unterschied festgestellt. Die eher noch kindliche Olga Korbut. Und dann zwei, Sie erlauben mir das zu sagen, in Anführungszeichen, richtige Frauen. Ja, Sie und die Ludmilla, die da vorne gekämpft haben. Die Ludmilla noch mehr als ich, auch mit ihrer sehr tollen Ausstrahlung. Also ich würde sagen, die hohe Perfektion von Schwierigkeiten her sicher noch ein bisschen besser möglich. Zum Schluss eine Mühle, gut, aber... Auf jeden Fall gymnastisch ohne jeglich Fehl und Tadel. Und die Wertung damals, ich glaube, 9 oder so, die war sicher auch sehr berechtigt. Na, und damit der Olympiasieg. Ja, es waren 9,9. Sie haben wirklich ein phänomenales Gedächtnis. Na, ganz so ist es nicht. Ich habe da ein kleines Büchlein und dieses habe ich herausgeholt. Ich habe damals zu mir ein paar Notizen gemacht und die in Vorbereitung auf die